Blauer Himmel über Maria Vesperbild. Wie so oft wurde auch an diesem Pfingstsonntag die Messe nach draußen übertragen. Die Kirche innen? Voll wie immer. Neu ist der Chef. Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger feierte zum ersten Mal das Pfingstfest in Maria Vesperbild. Und alles lief wie am Schnürchen. Diese Lichterprozession zu Pfingsten ist echt eine ganz herrliche Geschichte. Zum einen, wir hatten einen sehr wunderbaren Prediger, den Weihbischof Josef Graf aus Regensburg. Er hat uns einfach die Liebe zur Kirche erklärt und das ist was ganz Schönes, gerade in der heutigen Zeit. Zum anderen kann ich mich hier in Maria Vesperbild auf ein festes Team verlassen, die zum einen einen Pontifikalgottesdienst quasi mit links machen und auf der anderen Seite dann gleich die Prozession organisieren können. Es ist wirklich ein ganz tolles Team, das hier vom ganzen Ort her, von der Feuerwehr her, von der Musikkapelle Walzhausen einfach eingespielt ist und das läuft. Die Festpredigt hielt der Regensburger Weihbischof Josef Graf. Er sprach auch über den Zustand der Kirche, die in den letzten Jahren viel Kritik einstecken musste. Doch hier in Maria Vesperbild ist die katholische Welt in Ordnung. Viele Pilger kommen Jahr für Jahr, um diese einzigartige Atmosphäre zu erleben. Nach dem Gottesdienst zogen die Gläubigen im Gebet und Gesang über den Schlossberg zur Mariengrotte. Die Prozession zu Pfingsten ist traditionell nicht so groß wie an Maria Himmelfahrt, aber auch in diesem Jahr waren viele Menschen mit auf dem Weg. Für Wallfahrtsdirektor Menzinger ein durchaus vertrautes Gefühl. Ja, ich bin durchaus von meinen vorigen Aufgaben ein bisschen geprägt von Wallfahrten und auch von solchen großen, schönen Ereignissen und auch von einer kurzen Zeit in Lourdes bei der Begleitung von Pèlerins d'Achour. Da habe ich auch Prozessionen mitorganisiert und Leuten geholfen, ihren Platz in der Reihe zu finden, mitgebetet und organisiert, dass welche vorbeten. Und das war dann schon ganz hilfreich, dass ich diese Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren quasi jetzt mitnehmen konnte heute. Das Ziel jeder Lichterprozession ist die Mariengrotte. Seit etwa 60 Jahren legen Kerzen und Votivtafeln Zeugnis dafür ab, dass Menschen hier Hilfe suchen und auch finden. Zu Pfingsten gibt es keinen Blumenteppich wie an Maria Himmelfahrt, aber trotzdem war die Stimmung andächtig. Und es gab viel Zuspruch für den neuen Wallfahrtsdirektor. Ich finde, er ist sehr weltoffen, er geht auf die Leute zu. Also man merkt, dass ein Kontakt wird zu den Leuten und ich finde ihn sehr sympathisch. Und ich glaube, er hat sich auch schon ganz gut eingelebt hier. Wir waren vorne dran und das hat gepasst. Und Kühe war schön und dahinter war es jetzt noch schöner. Das war hier sehr, sehr schön, auch vom Gefühl her. Das muss man erleben, das kann man nicht erklären. Das macht sich gut, also finde ich. Hat sich gut, egal warum, macht's gut. Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger hat seine Feuertaufe bestanden und konnte seine erste Lichterprozession in Maria Vesperbild genießen. Also mir gefällt die Maria Vesperbild richtig gut. Es ist wirklich sehr schön mit den Pilgern. Die Pilger haben einfach ihren Ort hier und ich bin einer von ihnen und helfe ihnen, dass der Ort ein guter Raum ist, mit Sorgen, mit Anliegen, mit Freuden, mit Hoffnungen hier anzukommen und zu beten. Mit dem bischöflichen Segen endete die feierliche Lichterprozession am Abend des Pfingstsonntags.